Und damit starten wir ins letzte Abenteuer der Reignited Trilogie, Spyro 3, Year of the Dragon. Und wir kennen den Text, ein böser Plan entfaltet sich. Der ist doch neu. Stoppt sie! Ein mächtiger Schurke erhebt sich. Wir haben die Eier geschnappt, Eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Vielleicht seid ihr ja doch noch zu etwas Nutze. Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Eine verzweifelte Rettungsaktion beginnt. Wo sind die Eier? Die Löcher führten zur anderen Seite der Drachenwelten. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer zum Tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's. Finde die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Wird gemacht! Ja. Und wir sind mitten im Abenteuer. Ja, die ganzen Drachen waren sehr nutzlos bei dieser Wiedereroberungsaktion der Eier. Wir sind die einzigen, die durch die Löcher passen. Wir werden jetzt hier das Jahr des Drachen hier neu ertönen lassen und der Jäger ist auch wieder dabei. Hätte es nicht unbedingt gebraucht, also der hat schon hart genervt hier im Bosskampf gegen Riptor hier immer den Gegner zu bevorzugen, hat wirklich jeden einzelnen der Upgrades zu ihm geworfen. Vielleicht ist er hier ein bisschen braver, ein bisschen rücksichtsvoller. Wir können nicht tauchen, aber baden. Villa Sonne ist da oben. Aber bis dahin werden wir hier eine lange Treppe flussaufwärts nach oben gehen müssen. Und da ist ein Ei. Die müssen wir alle wieder beschaffen. Wir haben alle Fähigkeiten drauf. Isabelle kommt da raus. Wir haben ein kleines Drachenbaby gerettet. Aber ich weiß leider nicht, wie wir es aufgemacht haben. Wir haben es auf jeden Fall gefunden und ausgebrütet. Die Mission hier also, die Verwunschenen. Hi Spyro, du kannst die Kamera nach links oder rechts bewegen. Um die Kamera hinter dir zu zentrieren, drück Kamera zentrieren. Du kannst dich umschauen, indem du Aktion gedrückt hältst. Haben wir bislang noch nicht so häufig benutzt. Wir bleiben einfach mal bei der Kamera hier. Benutze die Maus zum Drehen der Kamera, drücke 2 an, um die Kamera zu zentrieren, drücke F, um dich umzusehen. Und es wird gespeichert. Aha. Du bist also derjenige, der die Eier retten soll, ja? Wie traurig. Hör zu, Drache.
Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriegst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch ein Ei finden, werden dich unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Du wirst es auch nicht mögen, wenn wir wütend sind. Bislang sind wir noch relativ chillig. Wie die Chilischote. Wir haben einen dreisten Feueratem. Ich weiß gar nicht, mit wem sie sich angelegt hat. Ich meine, wir haben Gnastic Dog bezwungen, wir haben Riptor besiegt. Ja, was wollen die schon noch groß entgegensetzen? Der Geldsack wieder mal. Hat ja sogar eine Gefangene dieses Mal. Jetzt hat er auch noch Erpressungsgeld. Der Halunke. Da oben ist der Jäger. Hey Spyro, ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Drück Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Das kennen wir bereits. Drücke die Leertaste zum Springen und drück in der Luft nochmal Leertaste, um zu gleiten, die Flügel zu spannen, ein bisschen in der Luft zu bleiben, die Luft zu genießen hier. Da konnten wir direkt schon mal ein paar Diamanten holen. Er wird jetzt natürlich das Tutorial mit uns so lange hier üben, bis es sitzt. Geht's auf jeden Fall noch mal weiter. Das heißt, wir machen auf jeden Fall mal, was er hier möchte. Drück erneut Sprung, ganz oben im Sprung für den besten Gleitflug. Wir haben nur die allerbesten Gleitflüge, das kennt man ja. Na Jäger, das haben wir doch gepackt. Ich habe was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Du kannst dorthin schweben. Drück dazu einfach Aktion am Ende des Gleitens. Drück F am Ende deines Gleitflugs, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Er hat auf jeden Fall einen satten Sprung gemacht. Da geht's zu den Wolkentürmen. Wir haben es reingeschafft. Dieses Ei hätte ich fast vergessen. Coltrane. Ein nettes kleines Drachenbaby. So, da geht's auch runter. Ein Power-Up. Das ist ein Superflug-Power-Up, Spyro. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Das lernen wir schon sehr früh hier. Super Sache. Hinter uns ist nichts. Hält allerdings auch nicht lange. Wir gehen jetzt erstmal zu Fuß hier durch und danach werden wir hier durchfliegen. Schauen wir uns mal an, wo die Quelle hier aufhört. Auf jeden Fall, da müssen wir hier wieder oben raus. Haben wieder gut Edelsteine gesammelt. Dieses Mal leuchten sie sogar, wenn man hier links oben eine Anzeige bekommt. Ein sehr verhaltener Badespaß. Wir schwimmen ganz vorsichtig hier, wie ein junges Küken. Jetzt fliegen wir hier durch. Das ist immer wieder ein Highlight, egal welchen Teil du spielst. Wir kommen gerade so hier oben raus. Amy! Die kleine Amy ist aus dem Ei gekrochen. So, jetzt sind wir wieder hier bei der Villa Sonne. Natürlich auch beim Geldsack. Mal sehen, was er für uns hat. Spyro, wie lustig, dich hier zu treffen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Mit meinem Geschäft ging es danach bergab, also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Er lässt sich wieder mit dem Feind ein. Kein Wunder, dass er rausgeworfen wurde. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila, das Känguru, zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie entkommen lassen. Vielleicht willst du sie als Haustier. 300 Edelsteine für Sheilas Befreiung erforderlich. Wir haben 185.
ein teures Känguru. Die ist auch richtig gefrustet von dem Kerl. Ich kann es nur nachvollziehen. Der versucht schon wieder Geschäfte mit uns zu machen und deswegen ist auch sein Geschäft hier gefloppt. Ja? Er wurde von unseren Freunden rausgeworfen, weil er uns abgezogen hat. Hätte er das nicht gemacht, wer weiß, wo er heute stünde. Wahrscheinlich in der Metropolis. Wer bist du denn? Ich bin spät dran für eine Dinnerparty in der Tiki-Hütte und das Portal zu mir nach Hause funktioniert nicht. Vielleicht geht es wieder, wenn ein paar mehr Drachen schlüpfen. Ja, das machen wir. 10 Eier zum Öffnen des Portals erforderlich. Dann kann er wieder nach Hause. Da ist wieder die nette Fee. Deine Spielkamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Bewegungen an. Also im vorherigen Teil hier habe ich jetzt keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Okay, wir bleiben dabei. Nichts. Gerade bei den Bosskämpfen hätte ich gerne eine andere Kamera gehabt, aber da ist es egal, ob du aktiv oder passiv, die hat dieselben Schwächen. Die macht kaum was anders. Wir gehen wieder den Schafen entgegen. Alle abgeräumt. Dann holen wir noch alles, was hier unten an dem Turm ist. Wir werden auf jeden Fall die Edelsteine, denke ich, brauchen hier, um das Känguru rauszulassen. 10 Eier. Da ist der Jäger wieder. Auf dem Grund dieses Sees liegt ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Ja, du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen, indem du Stürmen gedrückt hältst. Wir können stürmen. Drücke Umschalt links, um zu tauchen. Drück die Leertaste, um zu schwimmen. Halte Umschalt links gedrückt, um unter Wasser zu stürmen. Tja, der eitle Fatz, der will sein Fell nicht nass machen. Bei uns ist es ja okay, wir sind ein Drache. Aber wir mussten uns auch mindestens einen Abenteuer lang daran gewöhnen. Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier. Zoe. Das ist die Fee. Okay, also unsere brave Libelle, die uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet, die wird jetzt auch ins Rampenlicht kommen. Der wird jetzt auch Missionen annehmen, der wird uns jetzt auch helfen. Das ist jetzt nicht nur eine Ein-Mann-Armee. Nicht nur ein Job für einen Drache, sondern auch für eine Libelle. Da steht wieder einer, der möchte auch ein paar Eier mehr. Gehen wir mal zuerst zu ihm. Da will ich gerade am Muschelstrand baden gehen, als mein Portal einfach vor meinen Augen verschwindet. Wenn du noch mehr von diesen Dracheneiern findest, würde das Portal bestimmt wieder funktionieren. Auf jeden Fall große Währungen, die man hier machen muss. 14 Eier zum Öffnen des Portals erforderlich, damit wir hier der Robbe helfen können. So, wir gehen nach unten. Da ist ein Ei. Irgendwie ist geschlüpft. Der Bruce. Der alte Hai. Er hat gleich laufen gelernt. Natürlich auch hier einiges an Schätzen drin. Zumindest jetzt haben wir genügend, dann können wir das Känguru befreien. Geldsack, unser unsympathischster aller Freunde, der hat den Drang dazu, sich immer den Feind anzuschließen. So, da sind wir wieder an Land. Der Jäger wartet dort. Das Glitzernde haben wir ja auch an Land gezogen. Da braucht man schon 20 Eier. Glitzert es auch noch, da haben wir einen der Diamanten noch übersehen. Da braucht man 20. So, den haben wir auch. Hast du noch mal was für uns? Denk dran, Stürmen zu drücken, um unter Wasser zu tauchen. Und halte dann unter der Oberfläche Stürmen gedrückt, um unter Wasser zu stürmen. Okay, der hat nichts Neues für uns. Dann bezahlen wir jetzt mal den Geldsack. Da ist er wieder, der Jäger. Mit der Macht der Teleportation ist er überall.
Na, Geldi. Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila, das Känguru, eingesperrt bleibt. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin viel Ärger bereitet haben. Das Känguru könnte mir aber versehentlich entkommen, wenn du mir eine kleine Gebühr zahlen würdest. Also er zieht zum einen den Feind ab hier, um die Leute gefangen zu halten und uns, damit er sie loslässt. Ah, oh, Spyro, du bist so liebenswert naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein, aber im Moment macht es mich reich. Errungenschaft freigeschaltet, alles eingesackt. Und zwar er. Er hat alles eingesackt. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mach ja schließlich nur meinen Job. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja, ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja. Und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam, nach und nach. Tja, ich muss nach Hause, Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Das war jetzt eine der besten Cutscenes, die ich bislang in dem ganzen Spiel gesehen habe, muss ich sagen. Also das war richtig stimmungsvoll. Da ist nochmal ein Diamant. Ne, das hat voll abgeholt. Also erstmal hier den niederträchtigen Geldsack hier durch die halbe Welt geschleudert. Das war okay. Kam dann vertreten und dann auch noch hier diese epische Erzählung hier mit den Portalen. Ne, macht schon Sinn. Also fand ich sehr cool. Mochte ich sehr. Bevor wir jetzt hier irgendwas betreten, werde ich auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir auch ja nichts übersehen haben hier. Bislang sieht es ja ganz gut aus, also wir haben echt viel eingesteckt. Es könnte mehr sein. Es könnte immer mehr sein. Wir müssen einen Geldsack damit füllen und zwar relativ häufig. Wir schauen nochmal in die Höhle rein. Da wachsen zwar auch Edelsteine, aber die kann man nicht ernten. Wenn sie nass sind, sind sie schlecht. Da waren wir eigentlich gründlich. Durch die nassen Höhlen gehen wir jetzt hier rein. Wir könnten es ja mal versuchen, vielleicht können wir auf der anderen Seite rausfliegen. Ich glaube, das ist zu hoch. Bleiben wir hier auf der Strecke. Da haben wir das Ei befreit. Hier geht es übrigens zu Sheilas Alm. Das ist das Känguru. Die können wir auch besuchen. Slalom durch den Wald. Da ist noch ein Edelstein. Komischerweise alle hier an dem Turm noch. Also da sind wir doch ein bisschen zu schnell durchgeeilt. In freudiger Erwartung an die nächsten Abenteuer und bislang startet es ja wieder gut. Hier ist nichts mehr, da gibt es einen Auftrag für die Libelle. Ein Ballon. Das einzige in diesem Raum. Da ist noch einer.
Jetzt haben wir auch alle 400 von 400 ins Handbuch geschaut. Jetzt ist es sogar feuerrot. Bart Sonnenaufgang 90%. Mach einen Kopfstoß auf den Stein. Gibt es hier? Das können wir nur hier erfahren. Das kann eigentlich nur der hier sein. Liam. Hat angefangen zu weinen und jetzt hat er auch noch eine nasse Nase. 5 von 5 Eiern. 100% des Levels ist abgeschlossen. Ins Handbuch geschaut. Da sieht das Ganze dann so aus. Mal schauen, Fähigkeitspunkte haben wir direkt. Gucken wir mal. Villa Sonne gibt es gleich 2 davon. Verbrenne alle Bäume. Skateboard Streckenrekord 1. Schmelzkrater, da waren wir noch nicht.